Just! Also bei uns hilft die ganze Familie zusammen, weil anders da kann man sowas auch nicht schaffen. Weil mit dem Geschirrputzen, mit dem Wagenputzen, mit dem Rosputzen, da braucht man alle Leute, wo wir haben. Unser Opa war total begeistert. Also mit Leib und Seele ist er fürs Hofbräuhaus gefahren und dann mein Mann natürlich auch. Und wie unsere Buben noch jünger waren, dann bin ich halt alle mitgefahren zu den Fasselwagen-Einsätzen. Und ja, und so haben wir halt da zusammengewachsen. Also meistens helfen wir zusammen, weil es einfach schneller geht als die ganze Arbeit. Und macht auch mehr Spaß, wenn man zusammenhilft. Ja, ist schon was Besonderes, gell? Wenn fast jeden Sonntag im Sommer ist man unterwegs. Ja, beschreiben kann man das eigentlich gar nicht, weil es ist schon was Besonderes, wenn man das sagt, wenn man da Leute begeistern kann mit dem, was man macht, dann ist auch die Arbeit einfach Nebensache dann. Das sind zwei belgische Kaltblüter. Die, wenn die Glocken hören vom Gespann, dann marschieren die, das gefreut. Und die fühlen Leid, dann tun ihren Kopf auf und sind stolz. Okay? Das zum Weiterführen, was andere aufgebaut haben, das heißt für mich auch Tradition. Ja. Das ist auf alle Fälle das Schönste, wenn man dann unterwegs ist und alles eingespannt ist und alles hergerichtet. Und dann ist eigentlich, das ist dann das Highlight. Wenn man dann da steht, wenn man Brotzeit gemacht hat und ein Bier gekriegt hat, dann, und es hat nichts gefeit, dann ist das ein gutes Gefühl. Da müssen wir dann noch ausgeschirrt raus, alles verladen, einen Lastwagen auflegen wieder und dann fahren wir heim. Daheim müssen wir wieder draus anladen, das Geschirr ausräumen und dann draus fahren natürlich noch und dann können wir Feierabend halb drinnen. Ich hab gesagt, das ist nicht so. Ich hab das jetzt. Jetzt hören wir zu dir. Prost!